Einen recht schönen guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier im ORF-Theater am Königlberg. Grüß Gott auch zu Hause, sei es vor den Fernsehapparaten oder sei es, dass Sie via Ö3 dabei sind. Ich möchte Ihnen... Es ist immer interessant, wie so ein Mensch eine bestimmte Karriere einschlägt. Vor 20 Jahren hat ein Familienvater in der Steiermark ein Haus gebaut. Sein Sohn war damals 4 Jahre alt. Und was soll ich sagen, der Knirps war fasziniert und hat den ganzen Tag vor sich hingebrüllt, auf meiner Ranch bin ich König. Nur für ihn stand fest, ich werde Sänger, nicht für den Vater. Der Bub musste was Anständiges lernen und er wurde Bürokaufmann. Aber der Bürokaufmann hat keinen einzigen Liederwettbewerb ausgelassen und er hat auch nebenbei seine Stimme ausgebildet und heute ist er ein singender Disc-Jockey. Natürlich wollte er auch bei diesem Song-Contest teilnehmen, aber weit und breit kein Lied. Und dann geschah für ihn ein kleines Wunder. 14 Tage vor Einsendeschluss hat sich eine Dame bei ihm gemeldet mit einem von ihr komponierten Lied, von ihr getexteten Lied. Es war Christine Folger. Christine Folger legt in ihren Liedern immer Wert auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und auf die Verbesserung dieser zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie nannte ihren Beitrag ein Wort von dir. Start Nummer 4, also heute Abend, Patrick Ness. Hast du schon daran gedacht, was anderen Freude macht? Vielleicht warten sie nur auf ein kleines Wort von dir. Hast du schon mal nachgedacht, was andere glücklich macht? Probier's doch aus und du erlebst, es steht dafür. Sie spielen lustlos in den Großstadtstraßen. Beton und Asphalt, das ist ihre Welt. Vom Mitgefühl der Umwelt ganz verlassen. Sie haben sich's wohl anders vorgestellt. Hast du schon mal nachgedacht, was andere glücklich macht? Vielleicht warten sie nur auf ein kleines Wort von dir. Hast du schon mal nachgedacht, was andere zufrieden macht? Probier's doch aus und du erlebst, es steht dafür. Sie hasten morgens hin zu den Maschinen. Mir scheint, sie haben sonst für nichts mehr Zeit. Sie müssen Tag für Tag den Mammon dienen. Und zu Kontakten sind sie nicht bereit. Hast du schon daran gedacht, was anderen Freude macht? Vielleicht warten sie nur auf ein kleines Wort von dir. Hast du schon mal nachgedacht, was andere zufrieden macht? Probier's doch aus und du erlebst, es steht dafür. Sie sitzen müh auf grauen Stadtbackbänken. Das Leben hält für sie nichts mehr weg. Sie werden sich bestimmt darüber kränken, dass weder jung noch alt für sie hat Zeit. Hast du schon daran gedacht, was anderen Freude macht? Vielleicht warten sie nur auf ein kleines Wort von dir. Hast du schon mal nachgedacht, was andere glücklich macht? Probier's doch aus und sag einmal, komm her zu mir. Patrick Ness, Sie haben ihn heute Abend als Start Nummer 4 gehört. Aufmerksamkeit. Sie wissen, Platz 1, 10 Punkte.
Platz 2, 6 Punkte. Platz 3, 4 Punkte. Platz 2, 2 Punkte. Platz 5, 1 Punkt. Ich hoffe, Sie haben Ihre Punkte und Ihre Wertungen bereits vergeben. Aber sollten Sie bezüglich eines Liedes irgendwie unsicher sein, Sie haben in den nächsten Minuten Zeit, Ihre Wertungen noch einmal zu überprüfen, noch einmal zu korrigieren. Ich habe schon gesagt, wir haben während der Proben alle 12 Lieder aufgezeichnet, mitgefilmt. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Ausschnitt, einen kurzen Ausschnitt aus jedem Beitrag. Ich bitte die Regie, Mitschnitt ab, bitte. Bleib doch hier, zähl die Wolken, spiel den Wind, bleib doch hier, grüße den Tag, bleib doch hier, zähl die Wolken, spiel den Wind, bleib doch hier, grüße den Tag. Sommer ist, es kann nichts Schöneres geben, Sommer ist, komm mit, freut mich das Leben. Summer is your little summer is your summer is. Ob in Freud oder in Leid, wir beide waren stets zu zweit. Du bist mein Leben, meine Liebe, bist meine Kraft, mein ganzer Stolz. Hast du schon daran gedacht, was anderen Freude macht? Vielleicht warten sie nur auf ein kleines Wort von dir. Hast du schon mal nachgedacht, was anderen zufrieden macht? Probier es doch aus und du erlebst, es steht dafür. Sing mit mir, tanz mit mir, Magdalene. Heute Nacht wird gelacht, heute wird nur Spaß gemacht. Sing mit mir, tanz mit mir, Magdalene. Freiheit heißt Leben, Freiheit heißt Wärme zu spüren. Freiheit heißt Liebe, Liebe, doch niemals erfrieren. Freiheit heißt Leben, Freiheit, heißt Wärme zu spüren. Freiheit ist seltsam, denn sie wieder ist richtig kostbar, wenn man sie verliert. Freiheit heißt Leben, Freiheit, heißt Wärme
ein bisschen leiser. So, ich bin jetzt im Atrium, meine Damen und Herren. Psst, ein bisschen leiser. Es gibt nicht viele Dinge, vor denen ich Angst habe im Fernsehen, nur vor Telefonen. Denn die läuten entweder dann, wenn sie nicht läuten sollen, aber wenn sie läuten sollen, dann bleiben sie stumm. Ich bin neugierig, ob meines jetzt läuten wird. Ich erwarte einen Anruf von Frau Ulrike Grahl vom Fessel-Institut. Die Wertungen müssten... Das gibt's nicht. Hallo, spreche ich mit Frau Ulrike Grahl? Ja, Sie sprechen mit mir. Grüß Gott, Frau Grüß Sander. Gott, Frau Grahl. Frau Grahl, haben Sie alle Wertungen bekommen? Ich habe alle Wertungen von mir. Und zwar haben wir die Wertungen von 314 Personen. Aha, und ich kann Sie jetzt und darf Sie jetzt der Reihe nach abrufen? Ja. Okay, dann bitte ich Sie für die Punkte. Ja. Für Start Nummer 1 bleibt doch hier Wallner und Licha. Habe ich 461 Punkte. 461 Punkte. Start Nummer 2, Summer ist Johannes Reimann. Habe ich 193 Punkte. 193 Punkte. Start Nummer 3, Musik, Andreas Wörz. 252 Punkte. 252 Punkte. Start Nummer 4, ein Wort von dir, Patrick Nes war das. 625 Punkte. Ui, 625 Punkte. Start Nummer 5, die Gruppe Westend mit Hurricane. 1238 Punkte. 1238 Punkte. Start Nummer 6, G und E und ETW, Hallo Welt. 572 Punkte. 572 Punkte. Wir haben jetzt 6 Gruppen abgerufen, Halbzeit. In dieser Halbzeit liegt vorne die Gruppe Westend mit Hurricane und 1236 Punkten. Start Nummer 7. Hello, Mr. Radio. Das waren die Hornets. 817 Punkte. 817 Punkte. Noch immer Führung für Westend. Start Nummer 8. Bleib wie du bist. Gary Lux. 647 Punkte. 647 Punkte. Bum, bum, bum. Start Nummer 9. Träume sind unser Leben. Das war Ines Reiger mit ihren Freunden Doremi. 559 Punkte. 559 Punkte. Wir kommen zu Start Nummer 10. Du bist mein Talisman. Die junge Manuela Leb aus Klagenfurt. 408 Punkte. 408 Punkte. Noch zwei. Heute Nacht wird gelacht, die Duncan Sisters. 234 Punkte. 234 Punkte. Letzte Startnummer. Bis jetzt Westend in Front mit Hurricane. Waterloo und Freiheit. 1216 Punkte. 1216 Punkte. Das bedeutet, wir haben zwei, die sehr weit vorne liegen. Das bedeutet, wir haben einen Sieger. Nun, Frau Ulrike Grahl, danke Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wiederschauen. Meine Damen und Herren, österreichischer Sieger beim Song Contest wurde die Gruppe Westend mit Hurricane knapp vor Waterloo. Ich glaube, 1238 Punkte waren das. Ich habe Ihnen viel erzählt über diese Gruppe Westend. Werden wir schauen, ob ich es noch zusammenbringe. Oh ja, ich bringe es schon noch zusammen. Das waren diese vier Burschen und das eine Mädchen. Das war der Peter, der Bernhard, das war der Gary, der Hans-Peter und das war die Patricia. Und wir alle wollen noch einmal diese Gruppe Westend sehen und Westend hören. Wir werden jetzt ganz geschwind für Sie aufbauen. Ich kann Ihnen noch ein bisschen in Erinnerung rufen. Bei der Gruppe Westend, der Peter Viehweger hat das Lied komponiert, der hat die Gruppe Spinning Wheel gegründet.
So, sind wir schon soweit? Können wir schon auftreten? Na, dauert noch ein bisschen. Also, Peter Viehweger hat das Lied komponiert, dann ist der Gerib dabei, der auch als Gerry Lux aufgetreten ist, dann war dabei der Bernhard, der auch schon bei Spinning Wheel dabei war, der Hans Christian Wagner, er hat die Choreografie einstudiert, aber jetzt schauen wir mal ein bisschen zu, wie weit unsere Technik ist. Geht's schon? Sind wir fertig mit dem Aufbau? Jawohl, Start frei für West End und Hurricane! Die Einsamkeit von morgen macht mir schon heute Sorgen.